Edifice ist für mich ein bisschen nobler, kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen. Edifice ist nach Zielgruppengestaltung etwas anders. Die sind also etwas dynamischer, jünger natürlich und eleganter. Weswegen wir sehr viel mit Edelstahl arbeiten. Wir arbeiten mit massiven Armbändern, massiven Gehäusen. Wir haben Mineralglas, also kratzfestes Mineralglas. Und ein besonderes Augenmerk haben wir auf unsere Connected-Uhren. Die EQB 500, 501 und 600 Serie. Da haben wir Uhren, die sich mit dem Smartphone verbinden lassen und über das Smartphone bedienen lassen. Das ist eine super Sache und macht auch vielen Leuten wirklich Spaß. Was kann ich denn letztendlich beim Smartphone dann machen? Man kann sich das so vorstellen, dass man die Funktionen der Uhr auf dem Smartphone abgebildet hat und alles, was ich auf der Uhr machen könnte, ein Alarm, eine Weltzeitfunktion oder auch eine einstellende Uhrzeit, kann ich über die App machen. Und die Menschen sind heutzutage gewohnt, alles über eine App zu machen und das empfinden sie als sehr einfach und nehmen das gerne an. Die App ist kostenlos, denkt man die Uhr nicht. Was muss ich denn da berappen ungefähr? Ja, wir fangen da an in einem Bereich von 299 und das geht dann bis so 399 in dem Bereich der Connected Watches. Aber das ist ein Bereich, der die Kunden akzeptieren, diesen Bereich, und die sind auch wirklich gern genommen. Also zuerst Kommunion, schönes Geschenk. Oh, sehr gut sogar, ja. Wo geht denn der Trend bei den Uhren hin? Was merken Sie da? Ja, auch hier kann man sagen, dass der Bereich Connected und Anbindung an andere Devices also wirklich ein ganz großes Thema ist. Also da wäre GPS denkbar, da wäre Anbindung an andere Devices noch denkbar, da wäre es, also alles ist möglich und es ist gefordert. Aber auch hier ist das so, dass wir auch unsere wichtigsten Sachen nicht aufgeben. Wir sind mal jemand, der solarbetriebene Uhren hat, das machen wir weiterhin. Wir sind auf die Uhrzeit kommt es an, also wir bleiben eine Uhr nach wie vor. Und in dem Bereich möchten wir auch so weiter bleiben. Aber technisch gesehen ist im Prinzip alles möglich. Schönes Schlusswort. Danke.